Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS17 auf der Hot Online Farm. So, den wollten wir jetzt zurückbringen zur Fabrik. Wir werden ja hier letzte Folge gut verkauft, und zwar hier das, na, sag schon, unsere Nudeln. Unseren Verkaufsschlager Nummer 1, die Nudeln. Muss ja leer sein, wenn ich noch keine Erdfrüchte reingeschmissen habe, bevor ich das Ding gekauft habe. So. Dann sollten wir vielleicht auch mal ein paar Laternen platzieren. Und mal gucken, ob es sowas kaufbar gibt, solche Masten. Wird schon geben, aber kein Geld dafür. Dann machen wir so. So, jetzt haben wir es mitten in der Nacht, also eigentlich schon am Morgen schon wieder langsam. Mal gucken, was unsere Felder sagen überhaupt. Sind schon wieder auf der ersten Anderstufe. Können wir uns dann alles langsam fertig machen zum Ausrücken. Mal Liste gucken, was auf welchem Feld drauf ist, damit ich dann beim Ansehen wieder genau das Gegenteil drauf tacker. So, du bleibst hier. Ich muss jetzt bloß dann hier runterfahren, das ging schon. Brauche ich jetzt? Mal überlege ich gerade, brauche ich dich? Mal kurz überlegen. Den Deutsch nehmen wir zum Strohsammeln. Den könnten wir eigentlich nehmen zum Abfahren. So werden wir das so machen. Den nehmen wir mit zum Abfahren. Da fahren wir das schon mal hoch zum Feld. Das erste ist Feld 12 in der Nähe. Das wäre das erste Feld, das wir in der Nähe haben. Da kann ich das mit einer umkuppeln. Weil ich muss ja hier dann den anderen Trailer holen. So, fahren wir erstmal zu Feld 12, stellen wir erstmal die Seite und holen den anderen Anhänger. Machen wir heute sogenannte Erntevorbereitung. Schon mal alles in Position bringen. Wenn wir gerade festhängen. So, Feld 12 ist ja leider von mir oben von der Farm jetzt gesehen, wo wir umgezogen hin sind. Das nächste Feld. Fahren wir erstmal dahin. Und wir fahren erstmal hoch, koppeln den Trailer um. Habe ich einen Werkzeugkoffer oben, dass ich auch noch eine Anhängerkupplung dran baue. Das könnte man auch machen. So machen wir das ja wohl mal am besten. Ich mache hier auch noch eine Anhängerkupplung dran. Das ist egal, welche ich nicht vorne und welche ich hinten dran habe. Die 2,50 € habe ich ohne dafür. Nein. Jawohl. Hier muss man raus.
Hier ist hell genug. Hier passt das wieder. Fünfeinhalb Millionen habe ich noch. Minus. Muss noch ein bisschen arbeiten dafür. Das heißt, ein bisschen Weizen, Gerste dreschen, Diesel verkaufen. Langsam die BGA anfüttern. Das Feld 1 werde ich auch noch gucken, da werde ich auch Wiese draus machen. Fahren wir erstmal auf dem Hof. Und holen uns den anderen Anhänger dazu. Hier kommen sie hoch. So. Ganz schön viel los, ja. Früh um 3. Kurz früh um 4 bemerkt. Oh, alle in ihren Frühschicht. Nur ich bin ja rund um die Uhr unterwegs, Tag und Nacht. Das sieht schon gut aus. Ja, Stück rüber müsste. Nicht viel, aber etwas. Ja, das Feld 10. Danach geht es ja hoch hinaus. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Hier war doch die Straße, wusste ich doch. Dass hier nur die Straße war. Mir war doch so. So, Dilly, let's go. Ist ja hell beleuchtet hier. Das ist nicht einfach, die helle Beleuchtung. Bin ich letztes Mal schon getappt. Ich müsste etwas weniger Helbestein vorrein. So, hier war irgendwo die Werkzeugkiste. Hier irgendwo geparkt. Ja. So, Stücke vor, aussteigen. Ja, jetzt müssen wir den Trecker geben, bist du doof. Steig ich weit genug weg, der Schlepper. So, jetzt konfigurieren, Anhängerkupplung, jawohl, oh Gott, 2000. Mensch, ein teurer Spaß in Anhängerkupplung. War bloß ein Handgriff hier von 2 Minuten 50 und dann kostet es so einen Haufen Kohle. Das geht ja nicht. So, ran hier. Ich hole mit den anderen. Vorher werden wir noch mal kurz schnorcheln hier. So, einmal gefüllt. Passt.
kritischer Anhänger brauchen wir dann. Wir müssen jetzt erstmal da hoch. Und da hängt er dran. Und da fahren wir schon mal runter zum Feld. Obwohl, wir können eine Karawane bilden. Ich würde den aber erstmal hier stehen lassen. Und da brauchen wir, wo ist er, da ist er. Der kommt vorne ran. Und hier müssen wir wohl erstmal tanken. Den da wohl erstmal anschnurcheln zum Tanken hier. Ja, fahren wir hier mal rückwärts ran. Gut. So. Und so. Bumm. Und. Zwecke bumm. Der lässt. Und so. So. Haben wir alles wieder hergestellt. Das haben wir. Bum, bum, bum. Ja, viel Durst. Gucken wir bei Gelände der zweite Fass rausspringt mit den Sojabohnen dann. So, wir wollen die Karawane vorbereiten. Stellen wir hier rein. So. So, du bist okay. Jetzt haben wir durch. Jetzt kommt da hinten dran. Genau. Das passt. So, jetzt brauchen wir den nächsten. Du nimmst die Ballenpresse gleich, das passt auch. Ah ne, das brauche ich nie. Machen wir das alles rum. Machen wir erstmal die ganzen Weizen Gerstefelder runterholen. Dass wir dann mal das Zeug gepresst haben. Und Licht machen hier. Dass wir dann anfangen können hier. Na, sag schon, wo ist die Ballenpresse da? Dass wir dann anfangen können, das Zeug dann hier wieder so anzusehen. So, du hast irgendwie gut gefüllt. Autosave, jawohl. Na komm. So. Du gehst dann hinten dran. So. Brauchen wir sich nicht? Nee, nee. Wo ist denn hier der andere? Da, genau.
Der Puma kriegt jetzt den anderen Anhänger. Wo haben wir den geparkt? Kommen wir da noch an? Er steht hier wieder. Das wird eine Riesenkarawane. So, wollen wir anfangen mit Anhängen. So. Ja, gehen wir jetzt wieder, weil wir schief stehen. Müssen wir den Pirouette drehen. Runde drehen hier. Und dann passt das auch schon. So, Range F. 25 Meter passt. Dann nehmen wir mal 30 oder ein paar Meter mehr. So. 30. So. Dann machen wir schon 2. Also 15 reicht dazu. Und jetzt hoffen wir, dass die alle hier rauskommen. Let's go, Karawane. So. Jetzt folgen Sie mir alle. So. Jetzt kommt bei Camp blockiert, also bei mir jetzt, haben wir einen Baum hängen geblieben sind. Ist eher so einen kalten Kaffee, aber macht nichts. So, sie folgen alle, jawohl. So, jetzt wo ging es hier irgendwo rein? Zum Feld 12 runter lang hier. Hier haben wir den Weg. Baller. Ist das huckelig und buckelig? So, jetzt geht's hier rum. Wer wollte? Lödeli. Hier ein bisschen. Müssen wir hier ein bisschen sachte auf der Wiese fahren? Archie, nee, doch nicht. Ach, ich muss niesen, aber nee, war nicht der Fall. So, dann stellen wir jetzt hier hin ab. So, steigen wir aus und schnappen systematisch die Geschenke. Den können wir so stehen lassen, das passt gleich hier. F aus. Der Ifkunator wurde gestoppt durch Spieler. So, ist hier gefahren. So, haben wir unsere Karawane am Feld. Dann geht es ja. So. Haben wir alle da? Können wir dann nächste Folge anfangen mit Dreschen?
Mal gucken, wie sieht es denn aus, überhaupt mit der Farbe? Immer noch gelb. Könnte man ja vielleicht noch ein bisschen Zeit vorlaufen lassen, bis es hell ist jetzt. Na komm. Wenn es fertig wird, das machen wir dann. Wir wollen ein bisschen Tageslicht haben. Ah, es wird heller. Dann machen wir so ein 5 Spur jetzt vor. Dann können wir nächste Folge anfangen mit Dreschen. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.